Oma Heidi behauptet, Schwangere sollen ruhig für zwei essen. Schließlich müssen Mutter und Kind gut versorgt werden. Meine beste Freundin ist entsetzt. Bloß nicht. Du willst doch nicht aufgehen wie ein Hefekloß. Doch was stimmt nun? Sollen Schwangere wirklich für zwei essen? Klar, gerade habe ich einen Wahnsinnsappetit und könnte locker die doppelte Portion verdrücken. Der kleine Untermieter soll rundum gut versorgt werden. Und da kann die Extraportion doch nicht schaden, oder doch? Doch. Zu viele Kalorien versorgen das Baby nicht besser, sondern machen nur die Mama dick. Am Anfang der Schwangerschaft ist das Ungeborene wortwörtlich ein Däumling. So groß wie ein Daumen und so leicht wie eine Feder. Und der soll eine ganze Erwachsenenportion schaffen? Auch 9 Monate später wiegt das Baby im Schnitt 3,5 Kilo und braucht bei weitem nicht dieselbe Menge Nährstoffe und Kalorien wie seine Mama. Zwischen 11 und 16 Kilo nimmt eine Frau in der Schwangerschaft zu. Ein Großteil dieser Kilos wandern in Gebärmutter, Plazenta und Fruchtwasser. Fettpolster für die Stillzeit und natürlich in die Brüste. Ob ihr es glaubt oder nicht, dafür reichen einer Schwangeren nur 250 Kalorien mehr am Tag. Das sind etwa 2 Scheiben Vollkornbrot ohne Belag oder eine Kugel Vanilleeis. Aber Vorsicht vor Fettigem und Süßem. Es geht nämlich nicht nur darum, dass die Schwangere viel isst, sondern vor allem, was sie isst. Für die Entwicklung des Babys und die Schwangerschaft an sich braucht die werdende Mama vor allem Vitamine wie Folsäure und Mineralien wie Jod oder Eisen. Schwangere sollen für zwei essen? Das ist ein Ammenmärchen. Korrekt lautet die Devise also, nicht doppelt so viel, aber doppelt so gesund essen.